Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von den Sims 4. So, ich hoffe, es haut heute mal alles hin. So wie ich es gedacht habe. Oh nee. Oh nee. Weil die letzte Aufnahme war ja doch wahrscheinlich so ein bisschen, dass die Sims ein bisschen zu leise waren als ich selber. Das versuche ich gerade nämlich halbwegs zu ändern. Wo ist sie denn, André? Der Herr der Schaukeln. Und wo liest sie das? Ah ja, sie liest das einfach hier am Wasser. Naja, warum auch nicht? Das kann man ja wahrscheinlich mal so machen. Das hat sie es ja wahrscheinlich irgendwie extra hier wieder zurückgepackt. Dann bitte hier hin, weil deine Kinderchen kommen gleich nach Hause. Und zwar jetzt gleich sofort. Hallo Kinder, wo seid ihr? Hallo? Kommen die heute morgen noch nach Hause, oder? Oder nicht? Die Mutter ist gleich schneller zu Hause als die Kinder, oder? Könntest du dich nochmal kurz hinsetzen? Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Achso. Was macht er? Achso, freiberufliche Arbeit. Okay. Ja, die Kinder müssen anscheinend mal wieder nachsitzen. Weil die kommen und kommen überhaupt nicht nach Haus. Dann hol dir einfach mal ein Getränk. Ah. Gute Noten. Lea hat hart gearbeitet und ist jetzt Zweiergrundschülerin. Gut gemacht. Sehr schön, gute Noten. Luke hat hart gearbeitet und ist jetzt Zweier. Oh, wie schön, meine Kinder sind endlich mal Zweierschüler. Du kannst aber erstmal Hausaufgaben machen. Wie sieht das bei dir aus? Okay, du musst natürlich erstmal aufs Klo. Und danach machst du auch deine Hausaufgaben. Heute kann leider euer Papi mal euch nicht helfen. Weil der muss ja selber noch arbeiten. Oh, sie muss eigentlich auch mal. Du hilfst jetzt aber erstmal trotzdem bei den Hausaufgaben deiner Tochter. Dabei kannst du auch noch weiter trinken. Das verstehe ich nicht. Die können mit ihrem Getränk aufs Klo, aber deren Kind helfen mit dem Getränk, das geht natürlich nicht, ne? Achso, der hat sogar... Was ist mit ihr? Okay, sie auch. Das heißt, auch die beiden brauchen dann eigentlich ja nur noch immer konzentriert zur Schule gehen. Das ist natürlich optimal. Ach, jetzt hilft sie sogar. Danach kannst du das Klo mal kurz verwenden, wenn du ihr geholfen hast. Ja, und dann schreibst du einfach in dein Hausaufgabenbuch, dass du aufs Klo musst. Das kommt immer sehr gut. Oh je. Der bekommt auch noch auf einmal Hunger. Die muss auf einmal auch alles. Oh. Immer wieder das Gleiche. So, du kannst aber dann trotzdem erstmal dir ein Gericht nehmen. So, bist du endlich mal bald fertig mit deinen Hausaufgaben, damit die Frau endlich mal aufs Klo ging. Und die tut mir irgendwie schon so ein bisschen... Oh, Hausaufgaben fertig. Schön. Wie gesagt, dann kann sie sich ja schon mal was zu essen nehmen. Du brauchst bei den Hausaufgaben nicht mehr helfen. Sehr schön. So, ich hoffe, dass er halbwegs dann trotzdem noch gleich fertig ist. Der muss auch noch mal gleich aufs Klo. Ja, man hält das Essen... Ja, nee, ist schon klar. So kann man das natürlich machen. So, wenn du danach auch fertig bist, dann kannst du das Klo verwenden. Oh, ich hatte meine Bedenken, so eine wichtige Arbeit von einem Freiberufler erledigen zu lassen. Aber du hast erstklassige Arbeit geleistet. Besten Dank. Ja, dafür nicht. Dafür kannst du das erstmal verwenden. Ich hoffe, dass deine Tochter dann noch ein bisschen länger braucht. Luke und Alyssa sind soeben beste Freunde geworden. Ach, das finde ich ja schön. So, und danach kannst du dir ein Getränk holen.
So, du kannst... hallo? Ein Gericht nehmen. So. Du gehst kurz nochmal dahin. Und danach aufräumen, bitte. Öffnen. Ein Gericht nehmen. So, die Kleine ist auf dem Klo. Und beide sind recht müde. Dreimal über das Klettergerüst klettern. Ja, das schauen wir dann mal. Ach ja, er ist jetzt ja gerade fertig, ne? Das ist ja optimal. Dann könnte er doch... Was will er jetzt nochmal? Dreimal über das Klettergerüst klettern. Höchstpunkt seinen Tipps wieder erreichen. Level 10 der Motorfähigkeit erreichen. Ja, aber das andere weiß ich ganz und... Weil das heißt doch... Ich muss das immer mal durchlesen. Klicke auf den Computer und wähle Tastenkombinationen spielen, bis du die höchste Punktzahl erreicht hast. Okay. Wie spät ist das? Ja, okay, ein bisschen kann er ja kurz mal spielen. So. Was möchte denn eigentlich die Kleine noch? Level 5 der Mentalfähigkeit. Wie kannte man das denn noch? Spiel, Schach oder... Ach ja, stimmt. Spielen. So. Dann können sie eventuell um 19 Uhr ins Bett gehen. So, er kann... Ich weiß nicht, was macht der denn mal? Techte-Mächte. Ja, das können wir vielleicht sogar mal machen. Du kannst ja trotzdem mit deinem Sohn mal ein bisschen quasseln. Der tanzt einfach mal, das finde ich auch super. Ja. Es ist tierisch still irgendwie. Oh, hier ist das ruhig. Da ist ja gar kein Action heute hier drin. Hallo. Level 5 der Mentalfähigkeit erreicht. Lea kann jetzt mit anderen Sims über Bruchrechnung reden. Ja, das ist doch schön. So, du kannst hier mal aufräumen. Ist da eigentlich noch Kaffee drin? Ja. Hier, nimm dir nochmal ein Getränk. Hallo, ich habe gesagt, dass du es aufräumen sollst. So. Ach so, sie hat sogar jetzt 3 Emotionstränke herstellen. Eine 1 in der Schule bekommen, ja. Hups. Ja gut, es ist jetzt auch Schlafengehzeit. So. Danach könntest du Bewunderung ausdrücken. Baby machen. Nee, also bitte. Ihr habt jetzt schon genug, ne? Also, das sollte doch reichen. So, Zuneigung ausdrücken, das ist doch auch noch süß. ich denke mal, dann sollte eigentlich halbwegs so. Oh, sie ist ja schon so müde, ne? Witz über alte Zeiten machen. Achso. Sie ist natürlich ein, ne? Sarabin Dombila? Chips? Ubedo? Brigyaba? Varosh? Ubedeeps? Trangella? Grinoi Barsp? Oh je, sie ist aber wirklich schon eigentlich recht müde. Ich möchte aber auf alle Fälle eins machen. Achso, nee, da
Jetzt kann ich das ja auch auswählen. Ja, du kannst nur mit einem Techtelmechtel machen. Neu. Neu. Fras Bobsel? Chichi? Hish Bipsel Lagush? Florib Essenoi. Witz über Enten machen. Warum ist denn das jetzt alter? Hä? Nee, das verstehe ich nicht. Franjwaga Lastubo. Fibane. Schub. Naja. Groom. Ach, jetzt kommt trotzdem der Witz über Enten erstmal. Chimere Jabin Slawfish. Simbab Krako. Jabin. Shimabu. Ich weiß auch nicht, was es für ein Scherz war, aber okay. Scheinbar ist es sehr lustig. Neppy Yekka Chibs, hä? Cricky. Hallo? Warum macht ihr das jetzt nicht? Seid ihr gerade irgendwie blöd? Ah, Bushi, Bushi. Oh. Dope. Quabba Chibs. Joim. Well, Bish. Babanev. Ruhana Delilah. Ah, na. Oh, ihr seid so gemein gerade zu mir. The Weeper Bar. Blöd. Oh, Jims. Quicksba Harfen. Na, endlich. Ich hätte auch Zeit, dass sie mich ins Bett kommt. Müde schleppt sie sich noch voran. Ich hoffe nur, dass die zwei hier das nie nochmal mitbekommen. So, sie kann dann ja sowieso schlafen, Dana. Ja, eigentlich nicht so. Weiß gar nicht, warum das schon immer noch angezeigt wird. Das ist doch total... Weiß ich nicht. Naja. Ist halt wahrscheinlich so. Ja gut, dann kann er duschen gehen. Über anstrengende Aktivität beschweren. Ah ja. Unzufrieden? Das Techtelmechtel war nicht zufriedenstellend. Das muss besser werden. Was? Gefährlich Hä? Oh, nur weil er so alt geworden ist? Es kann auch nicht echt wahr sein, oder? Nur deswegen? Nee, das kann ich gerade echt nicht nachvollziehen. Und bei ihr? Okay. Gut, bei ihr kann ich es verstehen, wahrscheinlich weil sie tierisch müde war, aber er? Scheint wirklich nur, weil er so alt geworden ist. Ich müsste ja, glaube ich, eher was essen. Das verstehe ich aber trotzdem nicht, ey. Das ist doch wirklich teilweise nicht so idiotisch. Was soll denn das? Achso, das ist auch alle und das auch, ne? Okay. Danach sag ich mal ausschalten. Danach sag ich mal faules Nickerchen. Und danach darf er was spielen. Ja, hör auf herumzumaulen jetzt. Mann, was kann ich denn dafür? Hätte sich immer ein bisschen besser anstrengen können, ja? Ich hab dir jetzt denjenigen mal gesagt, dass du schlecht sein sollst. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Ah ja, und was ich noch mal kurz vorhabe, Belohnungsstore. Sofort hier, sofort Spaß, Energietrank, Flirtrank, Glückstrank, Selbstsicherheit, Love-Ersatz. Nehme ich das? Wir nehmen das mal. Ähm.
stets willkommen zu sein bedeutet, dass der Zim sich in den Häusern anderer wie zu Hause benimmt, was den Hausbesitzer gar nicht stört, okay? Entfernt sofort alle negativen Stimmungen. Wachsame Sims erfahren die Merkmale anderer Sims schon bei einem Treffen. Okay, Instagross. Trinke das, um dir selbst mehr Umfang zu verleihen. Der wärmungsvolle Diät-Trank auf dem Markt. Ach, wie cool das ist. Das nehmen wir doch mal für ihn. Blitzleser, Frühaufsteher, Mentor. Nachteulen erlangen Fähigkeiten besonders gut bei Nacht. Okay, Jugendtrank. Trinke das, um deinen Sim zu verjüngern. Ja, ich habe nur Angst irgendwie davor, das zu nehmen. Okay, ich nehme das einfach mal. Wir probieren es einfach aus. Achso, jetzt kann ich nichts mehr. Oh. Naja, okay. Gut. Dann könnte ich doch... Was ist das? Jugendtrank? Dann trinke ich doch erstmal das später. Und von mir aus kann er doch dann das danach auch noch mal trinken. Ich bin dann nur mal gespannt, ob das funktioniert. Also was das bringt danach. Und danach darfst du halt einfach spielen. Oh. Vielleicht doch noch. Vielleicht sollte er denn erstmal aufs Klo. Aber danach darf er nicht. Das ist so echt schrecklich gerade. Es ist ja cool, ey. Verjüngungstrank. Bin zwar ein bisschen skeptisch, wegen den Trank denn eigentlich zu nehmen, aber wiederum bin ich auch eigentlich voll neugierig, was passiert. Wie jung der wohl wird. Nachher ist er wahrscheinlich wieder so ein Jugendlicher oder so, ne? Ach. Das ist ein komischer Trank. Ach, er geht jetzt erstmal damit aufs Klo. Aha. Das ist ja... Hat er jetzt beide in der Hand? Er hat sogar nicht beide in der Hand. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Was wird denn jetzt gleich so passieren? Man hast du dich verändert, lass deinen Sim in seinem Leben sowohl maximal dünn als auch maximal dick werden. Okay. Aber so wirklich ein Unterschied, okay. Und was ist jetzt mit dem Verjüngerungstrank? Das verstehe ich jetzt nicht. Dünner ist. Hä? Das finde ich jetzt gemein. Warum hat der Jüngerungstrank denn anscheinend nicht gewirkt? Oh, Nusha! Ja, das finde ich jetzt echt doof eigentlich. Und sie wacht bald auf. Eins in einer Schule bekommen. Wie macht man das mit dem Wissenschaftstisch? Ah. Okay. Dafür muss ich dahin. Und, gucken wir doch mal. Kinderzimmer. So. Ich weiß nur nicht, ob das eigentlich bei ihr reinpasst. Doch. Optimal. Ja, schön. So. Dabki? Ja, Dabki. Napse, hä? Ach so, höheres Level. Ach so. Ja gut, er kann ja noch ein bisschen durchspielen. Das ist ja gar kein Problem.
Ach, die Kinder schlafen so seelenruhig. Das ist doch schön. Ja, wann solltet ihr eigentlich schon aufwachen? So, dreimal über das Klettergerüst klettern. Müsste doch eigentlich dann auch funktionieren, wenn wir doch das Boot damit meinen, oder? Wenigstens, das hoffe ich jetzt mal. Da sollte irgendwann schon so langsam eigentlich mal wach werden. Ach so, wie schön. Was für Tranks will sie noch? Emotionstränke herstellen. Experimentieren, Gesundheitstrank? Ich habe keine Ahnung. So. Pirat spielen. Hallo, Junge? Wach auf! Hallo? Achso, vielleicht sollte man auch auf Dings drücken wieder. So, mal gucken, wann sie nämlich wach wird. Was haben wir denn überhaupt noch? Achso, da haben wir sowieso nur noch eins übrig. Das heißt, also, sie muss dann sowieso kochen. Okay. Ihnen geht es sogar auch noch recht gut. Nur die Kleine hat natürlich jetzt schon Hunger bekommen. Ganz plötzlich. Kommt wahrscheinlich nur durch das Mixen von Dingern. Ja gut, dann könntest du ja... Ich weiß gar nicht, was könntest du denn kochen? Kekse mit Schokostücken. Ja, warum nicht, ne? So, er ist schon mal verspielt. Okay, anscheinend funktioniert das irgendwie nicht. Okay, das heißt also, wir brauchen auch noch das Klettergerüst. Das ist doch gar kein Problem. Wenn ich es natürlich finde. Ich weiß gar nicht, wo war denn das noch? Ah ja, hier. In welcher Farbe will ich es denn mal? Ein Gelb. So, bitte. Dann hör auf, damit rumzuspielen. So, zu der Kleinen sage ich wenigstens ja schon mal, dass sie das Gericht nehmen soll. Ist ja voll widerlich. Was ist das hier? Also, das ist irgendwie anscheinend noch gar nichts. Das ist schön. So. Oh je, schaut euch unsere Kuh an. Spielen mit. Okay. Was kann. Ups. Ich will meine Kuh haben. Füttern. Streicheln. Okay. Ich bin mal Oh Gott, die hört sich ja echt gruselig an. Ein Gericht nehmen. Und unser Kleiner wird hier sich auch mal ein Gericht nehmen. So. Danach könnte man ja sagen... Zähne putzen.
Und danach duschen. Könntest du bitte dein Gericht auffordern? Das finde ich immer so unglaublich, ne? Jetzt auch. Ja, nee, es ist klar. Spülen wie ein. Ach Quatsch. Zähne putzen. Duschen. Ach, wie schön, sie unterhalten sich. Weiß nicht, sie sieht ja eigentlich so gesehen noch echt gut aus. Außer er. Er muss natürlich dann auch später nochmal sich Zähnchen putzen und duschen gehen und nochmal aufs Klo gehen. Achso, sie ist sogar fertig. Dann könntest du eigentlich doch schon mal wieder aufräumen. Ich hab gesagt, aufräumen. Feier den Geburtstag von Alicia mit einer wilden Geburtstagfeier. Oh, ich hatte Geburtstag. Was könntest du denn nochmal machen? Ah ja, du könntest ja eigentlich nochmal hier dann weiterbrauen. Experimentieren. So. Spülen, verwenden, Zähne putzen, duschen. So, was möchte sie eigentlich noch? Ach ja, stimmt, wir müssen ja noch 6 großartige Fänge machen. Oh, er müsste eigentlich mal wieder arbeiten. Ist ja schon wieder der nächste Tag. Programmieren. Ja, hacken kannst du einfach wieder mal. So. Säubern. Ja, sonst ist ja eigentlich alles soweit gut. Ich bin mal eigentlich gespannt, ob das eigentlich recht viel bringt oder so. Ach, er ist jetzt wirklich schlanker geworden. Aber der ist ja so dünn auf einmal. Vielleicht bringt, also macht denn doch das andere, vielleicht, dass er irgendwann doch auf einmal wieder jünger wird. Man weiß es ja dann nicht. Oh, Lea muss in ca. einer Stunde. Okay, dann könntest du gleich einmal kurz aufhören und zwar einmal Aktion überdenken. So, er ist gerade fertig, dann könntest du es mal säubern und die schicke ich dann einmal schon mal hier nach draußen. Die sieht ja echt komisch aus. Was sie für Geräusche macht. Hört sich voll böse irgendwie an. Spiel mal mit dir. Ja, okay. Oh, hast du dir nicht in die Hose gemacht? Ach, jetzt hör auf. Sowas mache ich nicht. Level 3 der Sozialfähigkeit erreicht. Nein, du sollst schon hier bleiben. Danach kannst du mal die Kuh füttern.
Achso, sie ist sowieso eigentlich schon längst fertig. Schön, dann kann er doch mal jetzt die Aktion überdenken. So, und wie es dann weitergeht, werdet ihr natürlich dann bei der nächsten Aufnahme erfahren. Jetzt schauen wir mal. Oh, du hast versucht, den Supercomputer zu hacken, aber er hat sich stattdessen gehackt und es ist jetzt dein Computer kaputt. Diesen Kampf mag er gewonnen haben, aber die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Was? Oh, was hast du denn gemacht? Ja, dann reparier ihn. Scheiß Typ. Ja, wie es halt eben dann beim nächsten Mal weitergeht. Unsere Kinder gehen jetzt wenigstens zur Schule. Und, ja, ich schicke sie nochmal ihm. Ich kann hier irgendwie einfach nicht von weglassen. Vor allem jetzt auch noch, wo unsere Kuhmonster hier endlich mal gewachsen ist. Das ist einfach sehr interessant. Nein, aber wie es halt eben weitergeht, vor allen Dingen mit unserer Kuhpflanze, werdet ihr natürlich dann einfach beim nächsten Mal sehen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn das heißt Let's Play The Sims 4. Also, bis zum nächsten Mal. Ja, bei den Sims 4. Über Kommentare, Bewertungen und Abos würde ich mich natürlich voll freuen. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.